Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Simreport bei Fabian LP. In der kurzen Pause habe ich eben mal hier noch ein bisschen Boden eingefügt, der hier gleich aufgebaut werden könnte wahrscheinlich. Jawohl, da kommen sie. Sieht schon viel besser aus hier. Natürlich ist das Ziel, später mal überall schön Fußboden zu haben. Man muss aber auch sehen, dass der eher nur viel kostet und nicht so viel bringt. Und ist das hier ein Schattenfehler? Ich nehme es mal an. Sieht fast so aus. Ja, mit dem können wir leben, oder? In der letzten Folge haben wir hier diese Ticketschalter gebaut. Einmal ein bisschen vergrößert. Und wir sollten jetzt hier eine Warteschlange bauen. Die Frage ist nur, wie. So und so. Einmal so hin. Noch eins vor. Und hier baue ich auch eine hin. Und jetzt machen wir hier zuordnen. Was ist jetzt bei dir schlecht? Einmal alles weg. Hallo? Schließen. So. Ah, geht nicht in einem einzelnen Block. Dann beginnen wir hier nochmals von vorne. So, jetzt geht's nämlich. Der da müsste noch weg dann. Der steht ebenfalls hier am Eingang rum. So, da ist er weg. Gut. Dann machen wir nämlich auf diese Seite hier zuordnen. Da machen wir erste Klasse und Flugcrew. Das. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Wenn ich es zuordne, geht Flugcrew weg. Na gut. Da ist einfach erste Klasse Flugcrew. Den ordne ich da auch noch zu. Den ordne ich aber ebenfalls hier zu. Ah, Flugcrew backt wahrscheinlich herum, nehme ich an. So, da ist Economy und keine erste Klasse. Nur Economy. Und hier ist nur erste Klasse. Den ordnen wir noch dazu. So. Und dann ist einer dediziert für erste Klasse und der Rest ist einfach für beide. Und die Flugcrew, die ist nirgends. Keine Ahnung, warum die nicht geht. Kann ich eine machen, die nur Flugcrew ist? Nee. Geht gar nicht erst. Ja, gut. Ich hoffe einfach, dass die Flugcrew trotzdem irgendwo einchecken kann. Es wäre ein bisschen bitter, wenn das nicht geht. So, und jetzt demontieren wir hier mal alles, was da so rumsteht und bauen das einmal schöner auf. So, der da steht ja alles ein bisschen wild verteilt. Das können wir mal ein bisschen schöner hingestalten. Es ist ja hier beim Spiel immer so, man baut etwas auf, baut es wieder ab, baut es wieder auf. Deshalb erwartet nicht, dass das hier für immer so bleibt, sondern da wird nicht allzu viel Zeit vergehen und es wird schon wieder anders aussehen. Das ist eher so die Sache. Denn ja, wenn wir jetzt ein bisschen ausbauen, dann wird es noch schnell mal wieder zu klein sein. So, aber so haben wir da schon mal eine Ordnung drin. Und ich glaube, da hinten, da haben wir sogar noch so einen Fehler drin eigentlich. Weil das sind zwei Blöcke dazwischen und da oben jeweils nur einer. Wie spät haben wir? 1.15 Uhr. Sollten wir hier hinkriegen? So. Gab es nicht eine Abreißoption, wo man alles abreißen konnte, aber... Weil ich möchte nur die Dinge entfernen. Und anstatt jetzt hier bei jedem Demontieren zu klicken. So, da kommen sie schon. Ja, und jetzt überall den Tisch entfernen. So. Sobald die ersten Leute kommen, müssen wir da aufbauen. Also eigentlich jetzt bald schon. So, ich habe 4 auf Lager. Und dann setzen wir die hier jeden zweiten rein. Sei da so nicht. Und dann hat da auch noch einer mehr Platz in der Länge.
So, beim ID-Check stand natürlich dasselbe. So. Und dann geht es auch hier wunderbar auf. Ja, der kann eines nach unten und dann ist eigentlich schon gut. Weil die gehen eh nicht auf, glaube ich. Weil hier unten und oben ja ein Platz jeweils frei sein muss. So. Gut. Und dann bräuchten wir da nur noch neues Personal. Genau, da fehlt zwei Personal mehr. Zwei und dann ist da voll belegt. Super. Das wurde auch fertiggestellt. Das ist soweit schon gut. Jetzt fehlt hier vielleicht noch ein Mülleimer so. An den Anfang. Hier vielleicht nicht. Da müssen sie durch können. Und wir könnten ja auch ein paar wenige Bänke hier aufstellen, wenn sich da jemand hinsetzen möchte. So, eine Flugplananzeige kann man zum Beispiel hier hinstellen. Und hier unten hätte es auch Platz gehabt. So nebenbei. Aber vielleicht kann ich hier noch eine hinstellen. Die 9% Zahlen, ja, ich finde sie fast ein bisschen zu groß. Wir haben hier zwar kein cinematisches Game, wo alles so perfekt stimmen muss, damit es auch noch gut aussieht, aber es könnte trotzdem ein bisschen kleiner sein. Ob das jetzt 20% oder 50% gebaut ist, kommt nicht so drauf an, weil es so schnell geht eigentlich. Vor allem, wenn die Zeit oben ist. Dann geht es sowieso so schnell. Gut, als nächstes, bevor wir hier unten schauen können, wie das Ganze so läuft, bauen wir hier mal noch das nächste Büro rein. So. Da kommen schon die ersten Leute. Ja, ich wollte hier vielleicht auch noch eine Schlange machen, aber das schauen wir uns zuerst an. Also, wie ihr jetzt seht, sind die natürlich viel schneller durch hier. Der Laufweg ist natürlich größer, aber ihr seht, die hier ans mobile Ticket-Kiosk gehen, sind natürlich hier klar im Vorteil. So, Büro. Und dann da, ja, da war es richtig. Hier, Personaltür, so. Wäre schon richtig gewesen. Einen Bürostuhl und einen Bürotisch. So. Und dann ist es eigentlich schon alles. Dann ist das Büro bereit. Soweit. Ja, vielleicht noch. Ja. Einen Boden. So. Gut. Sollen sie das mal aufbauen? Dann warten wir mal, bis der nächste Bus kommt. Der kommt schon. Ja, waren jetzt nicht so viele. Gerade hier ist der Laufweg natürlich auch noch sehr eng. Wir haben jetzt da schön Platz, aber da ist es schon noch sehr eng gerade. Aber so Dinge hatten wir halt immer, weil man baut immer aus und es kommen dann immer größere Flüge, die größere Passagierzahlen bringen und dann wird es irgendwann zu eng. Wo ist denn hier Anreise? Würde ich mal bis hier entfernen. Jetzt ist die Anreise nur noch hier. Weil das ist ja die perfekte Höhe. Dann müssen sie gar nicht weit laufen. Dann haben wir hier schon wieder ein paar Sekunden gespart. Es können die entscheidenden Sekunden sein, oder? Damit man dann hier eben den Bonus kriegt. Am 13. Tag haben wir den gekriegt. Jetzt fängt man natürlich wieder von vorne an. Das ist natürlich so. Dass wir jetzt plötzlich wieder von vorne anfangen. Und am 14. Tag hat es leider nicht geklappt. Und wir waren mal bei 1000 oben und sind jetzt wieder bei 200. Also es kann sich wirklich lohnen, wenn man langzeitmäßig da gut vertreten ist. So, hier wollte ich mal wieder reinschauen. Da gibt es noch nichts, oder? Ja, da gibt es noch nichts. Und hier Frustration... Umwelt.
Ja, sonst hier ist alles recht gut gefüllt. Umwelt sind sie nicht zufrieden einfach. Obwohl wir hier so eine gute Abdeckung haben. Sogar in den Toiletten drin eine recht gute. Oh. Irgendwo müsste man reparieren. Eine Terminal Station. Aber welches ist denn die? Der Schalter kann ja nicht kaputt gehen. Die Frage ist nur gerade, was ist kaputt? Aber wir haben ja sowieso ein Büro gebaut und wollten hier sowieso den Vorarbeiter anwerben, der jetzt gleich hier reingehen wird. Und dann können wir dann auch die Reparaturerwartung hier. Aha. Wartung ist mit etwas anderem zusammen. Recherchebetrieb. Ist die Frage, was das ist. Und einen COO in einem Büro. Da ist der COO. Den müssen wir uns aber zuerst erforschen. Ich denke, dann ist das das Nächste, was wir machen. Ah, da ist der Recherchebetrieb. Ach so. Ja, geht 10 Stunden. In dieser Zeit... Ich dachte immer, das war der Vorarbeiter. Aber vielleicht hat sich das auch geändert. So. In der Zeit bauen wir da noch ein neues Büro. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich groß, wie ich gerade Lust habe. Und wir könnten jetzt dazu auch das Clone-Tool verwenden. Jetzt habe ich das aufgenommen. Aha. Ist natürlich toll, wenn das neue Büro nicht so groß ist. Setz das hier hin. Bin gespannt, was das alles mitnimmt. Ob das auch die Zone mitnimmt. Ja, es nimmt den Fehler mit, den es schon da drüben gab. Das ist ja toll. So, und Büro. Also die Zone wird nicht mitgenommen, aber alle Inhalte. Alle Inhalte werden mitgenommen. So, einmal die Tür rein und dann sollte das soweit bereit sein. Müssen wir nur die 10 Stunden abwarten, bis da die Forschung erledigt ist. Ah, hier. Genau, der ist zerstört. So viele Leute müssen da mit dem Mobiltelefon hin, müssen ihr Telefon laden und sagen dann, wir hätten einen schlechten Service. Digitaler Werbebildschirm. Und bringt Geld in die Kasse, sowas will ich haben. Und zwar würde ich das, der muss ja neu sein, den kann man nicht drehen, oder wie? Den stelle ich jetzt mal so. Kommt drauf an, was der für eine Range hat. Hm. Ich würde den gern drehen, aber ich stelle den mal hier so in den Ecken. So. Dann wollen wir uns den mal anschauen. Kostet 1800. Bringt ein bisschen schlechte Laune, aber das, oh. Also mit 81% Zufriedenheit. Muss man da nichts sagen. Mal schauen, sinkt das ein bisschen ab jetzt. Jetzt haben wir hier so eine Autowerbung. So, dann haben wir den Unsubs. Und da zählt es die Passagiere, die daran vorbeilaufen. Und die Passagiere in der Stunde. Ja, recht viele eigentlich. 2% ist das Ganze gesunken. Ah, und dann kann man hier... Keine Ahnung, was man da noch ändern kann. Es ändert automatisch. Okay, gibt es ein bisschen Werbung. Cool, habe ich noch nicht gesehen. Wir waren daran, etwas zu erforschen. Das sehen wir noch. Das ist soweit gut. Und ich glaube, der Engpunkt ist jetzt nicht mehr da. Oh, da haben wir einen neuen Fehler. Passagiere würden gerne, nachdem sie das Gepäck haben, wieder sitzen, bevor sie gehen. Also Fehler ist es nicht, wieder etwas Neues herausgefunden, besser gesagt.
Dann machen wir doch hier so einen Bank hin. Da. Da ebenfalls. Da. Da. Und da. So. Und beobachten das mal, wie gut das genutzt wird. Mal schauen. Da müssen sie nicht da hochkommen, sondern können da bleiben. Außer es muss natürlich außerhalb der Gepäckausgabe sein. Könnte auch sein, man weiß es nicht. So, und die überrennen da gerade den Snackstand. Da wäre auch Handlungsbedarf. Und ich wollte eigentlich diese... Wenn ich sie noch finden würde, da wäre Verkauf, genau. Die Telefonladestation. Da schaut sich sogar jemand das an. Da ist schon eine. Die sind eben, die bringen eigentlich kein Geld rein. Kosten nur und dann müssen sie auch noch repariert werden. Also die sind ja nicht gerade ein besonders gutes Geschäft. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Polizei? War die Straße verstopft oder wie? So, wir werben hier einmal den COO an und können jetzt da Wartung erforschen. 32.000 kostet das. Richtig viel Geld eigentlich. Und können jetzt da auch eine Wartungszone errichten, die erstmal draußen sein wird. So. Geht eigentlich. Jawohl, das geht. Es ist 5x5, oder? Genau. Eine Werkzeugkistenschrank braucht es da. Das war der da. Ja. Zwei Stück reichen da eigentlich. So. Und dann sollte die Wartung soweit okay sein. Ich denke aber... Hat jetzt der schon repariert? Ja, der hat repariert. Was bringt uns denn die Forschung? Ah, ja, das ermöglicht nur die Konfiguration. Ja, dann ist ja gut. Weil das brauchen wir sowieso irgendwann. Aber dann ist das soweit schon gut. So, das hat gestern 240 Dollar eingebracht. Ja, und die Zufriedenheit ist jetzt nicht gerade so viel gesunken, hätte ich jetzt gesagt. So, gestern haben wir wieder den Bonus bekommen. Und ich habe deshalb so viel Darlehen aufgenommen, weil ich gerne in der nächsten Folge auch schon wieder ein bisschen größer ausbauen möchte. Und wir ja für das eigentlich jetzt schon beginnen können. Wenn ich jetzt hier bei Strukturen... Aber der Hangar ist eben zu breit. Das ist ein bisschen noch das Problem. Da würde ich erstmal da oben einen hinbauen. Da, wo er noch lange, lange Zeit nicht in den Weg kommt. Da seht ihr. Ja, nicht in den Weg kommen ist so. Er kommt mehr oder weniger nicht in den Weg. Hier ist eigentlich fast besser. Da. Ah doch, der passt rein. Der passt sogar rein. Ja, dann kann er da bleiben. Dann darf er da natürlich bleiben. So. Mit der Taste L könnt ihr die Zeichnung ein- und ausblenden. So. Und die kann ich jetzt hier nur verkaufen und kaufen. So, da können wir schauen, wo der überall hin kann. Das Problem daran ist, unser Tankwagen, der ist voll. Und ich nehme nicht an, dass der den Treibstoff noch entleeren geht. Also haben wir jetzt den gesamten Treibstoff, den wir hier hatten, haben wir jetzt verloren. Das ist ja schön. Weil wir haben hier ja die 26.000 Liter. Und bei dem wird es auch bleiben. Also der Betankungsdienst ist aktiv. Aber wir haben keinen Liter verkauft. Warum?
Wir haben ja uns ja für einen Festpreis entschieden, der. Ja, der ist nicht mal so hoch. Weil das Ganze sollte ja hier angeschlossen sein, die Tankstelle. Da, auftanken. So, sind wir gespannt. Also die Bags können wir highlighten. Da seht ihr die grünen, die kommen erst. Jetzt werden sie gerade aufgesaugt. Roten gehen da auch durch. Passagiere sind schon durch. Ja, die Zeit leicht locker. Und der Betankungsdienst, der hat sich nicht mal in Bewegung gesetzt. Warum? Ist schon komisch. So. Für das können wir jetzt schon mal diesen Teil hier einreißen. Das und das ebenfalls. Und dann sind wir vorbereitet für die nächste Folge, um hier mal ein bisschen auszubauen. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder, wenn der Werbestand etwas anderes anzeigt. Zum Beispiel das da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.